Gartentipps für September aus dem Jahr 1935. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ich bin Kerstin, Gartenmonis Tochter. Wir schauen jetzt mal zusammen in das September-Kapitel der Gartenfibel für Kinder und Mütter. Wenn ihr das Buch noch nicht kennt oder auch die anderen Kapitel noch nicht kennt, ich verlinke die Videos zu den Kapiteln in der Videobeschreibung. Hier beginnt das September-Kapitel. Das ist der rechte Monat zum Ernten. Denn Ende September kann es schon wieder richtig frieren. Trotzdem könnt ihr jetzt noch zum letzten Male Radieschen aussäen oder für den Winterverbrauch auf geschützte Beete Spinat und Rapunzel. Mit Rapunzel ist Feldsalat gemeint. Habt ihr selbst einige Obstbäume oder dürft ihr vielleicht bei Freunden ernten helfen? Wenn der Baum anfängt, gesunde Früchte fallen zu lassen, dann ist es höchste Zeit zum Ernten. Birnen werden nur am Stiel gefasst und einzeln in den Korb gelegt. Sieht man hier die Zeichnung? Nur am Stiel fassen. Äpfel werden mit der vollen Hand gefasst, denn beim Hochheben löst sich der Stiel vom Baum. Das ist diese Zeichnung hier. Ihr dürft mit euren kleinen Fingern nie die Früchte drücken, denn an jeder Druckstelle beginnt die Frucht zu faulen. Das Winterobst wird im Keller auf Horden hübsch ordentlich in Reih und Glied hineingelegt. Wenn Winterobst zu früh gepflückt wird, wird es unansehnlich und schrumpelig und schmeckt euch nicht. Also lernt Geduld üben, denn wer zu früh erntet, erntet nur halb. Wichtiger Hinweis, also immer den richtigen Zeitpunkt abwarten, damit man das Obst auch möglichst lange lagern kann. Topfpflanzen. Die Topfpflanzen werden aus dem Sommerhotel abgeholt. Töpfe und Pflanzen werden gewaschen. Die Erde wird mit einem Stäbchen wieder aufgelockert. Vielleicht muss auch die ein oder andere Pflanze umgetopft werden oder die oberste Erde erneuert werden. Danach stellt ihr die Töpfe wieder hübsch auf eure Blumenbretter im Zimmer. Zu den Bildern hier kommen wir jetzt, denn es geht auf der anderen Seite weiter. Wollt ihr im Frühling recht schöne Blumen haben, so müsst ihr Ende September im Garten ein Beet 5 bis 10 cm hoch mit Komposterde bedecken und umgraben. Ihr hakt es dann fein glatt und setzt auf das so vorbereitete Beet in Reihen etwa 10 cm tief in einer Entfernung von 15 cm, indem ihr sie einfach in die lockere Erde drückt. Die Zwiebeln von Krokus, Tulpen, Narzissen und so weiter. Das bezieht sich jetzt auf die Bilder hier unten. Ich schwenke nochmal rüber. Das sind die Frühjahrsblüher, die typischen. Die werden also jetzt im September gepflanzt. Die Moni hat auch schon ein Video gemacht, wie man die Zwiebeln pflanzt, denn da muss man ja auch ein bisschen auf die richtige Tiefe achten. Ist zwar hier beschrieben, aber wer es in einem Video sehen will, das Video verlinke ich wieder unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr nicht ein ganzes Beet dafür übrig habt, könnt ihr die Zwiebeln auch bunt durcheinander an einer Hausecke legen. Vielleicht setzt ihr auch ein paar in den Balkonkasten. Wird es kalt, so muss das Beet mit den Blumenzwiebeln oder der Balkonkasten mit Laub oder Torfmull gegen Frost zugedeckt werden. Das ist auch eine schöne Sache, das machen wir ja auch immer im Garten, wenn es soweit ist, dass man Stauden zum Beispiel auch vor Kälte schützen muss, kann man wunderbar Laub um die Stauden rumlegen und damit es nicht wegfliegt, damit es der Wind nicht mitnimmt, einfach ein bisschen Komposterde oder Erde, Gartenerde draufgeben, dann bleibt das Laub liegen und schützt die Pflanzen wunderbar vor Kälte. Hier unten geht es dann schon weiter mit dem Oktober. War ein zwar recht kurzes Kapitel, aber mit sehr wichtigen Tipps, wie man Obst, also Birnen und Äpfel im Speziellen, richtig erntet und lagert, damit sie keine Druckstellen bekommen. Und der Hinweis, dass man die Blumenzwiebeln der Frühjahrsblüher jetzt unter die Erde bringt und außerdem die Topfpflanzen wieder ins Warme, in die Wohnung holt.
Wenn euch der Ausflug in die Vergangenheit wieder Spaß gemacht hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den GatMoni-Kanal und aktiviert die Glocke fürs nächste Video. Schaut euch doch mal bei uns im Shop um und bis morgen. Tschüss, Kerstin von GatMoni.